Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich die Ehre, euch etwas ganz Neues vorzustellen, und zwar den Braun Silk Expert IPL. Der sieht so stylisch aus und ist eine wahre Wunderwaffe gegen Härchen. Also, ich habe das Problem wirklich, seit ich in der Pubertät war, dass ich Haare an den Beinen habe und wirklich viel Haare an den Beinen habe. Auch an den Oberschenkeln und an den Achseln natürlich auch, was mich stört. Und ich rasiere mich deswegen ständig, habe dann aber schon nach dem Rasieren am ersten Tag furchtbare Stoppeln, und das kennt ihr sicher auch. Ja, und ich hatte das wahnsinnige Glück, bei den Vormietbotschaftern ins Projektteam zu kommen. Und zwar habe ich nicht nur den IPL bekommen, sondern ich habe dieses Paket bekommen. In diesem Paket ist nicht nur der IPL, sondern auch die Peelingbürste. Ja, jetzt möchte ich euch aber erstmal den IPL ein wenig vorstellen. Er funktioniert mit Laser, der IPL-Technologie. So sieht er also aus. Er hat zwei Einstellungen. Einmal die sanfte Einstellung. Da drückt man einfach nur einmal auf den Knopf, dann leuchtet nachher das Lämpchen. Diese Einstellung verwende ich zum Beispiel in der Bikinizone oder im Gesicht oder an den Achseln. Ja, ganz wichtig, bevor ihr das Gerät benutzt, solltet ihr euch natürlich rasieren. Die Haut muss glatt sein und härchenfrei. Ja, und es gibt einen kleinen Nachteil: er funktioniert nicht bei blonden Haaren, er funktioniert eigentlich nur bei dunklen Haaren und heller Haut. Wenn ihr zu dunkle Haut habt, kann es passieren, dass ihr euch einfach nur verbrennt, weil der Laser dann so stark ausgelöst wird. Und man braucht einfach diesen Kontrast von heller Haut zu dunklen Haaren. Bei mir ist das zum Glück, oder naja, bisher war es immer ein Nachteil. Man hat einfach diese schwarzen Stoppeln immer gesehen, sobald die nachgewachsen sind. Für dieses Gerät ist es perfekt, weil das einfach diesen Kontrast gut erkennen kann zwischen meinen Haarwurzeln und der Haut. Okay, jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Einfach den Stecker hinten reinstecken. So, und dann schaltet er sich sofort an. Achtung. Da hört ihr die Lüftung. Denn dieses Gerät produziert Wärme. Logisch, hier vorne kommt der Laser raus, der Strahl. Im Moment passiert da noch gar nichts. Auch nicht, wenn ich drauf drücke. Schaut mal. Da passiert nichts, der braucht nämlich den Kontakt zu eurer Haut. Hier könnt ihr jetzt einstellen die sanfte Stufe. Ich nehme mal die normale Stufe. So, und dann könnt ihr entweder drückt ihr nur einmal auf. Ihr drückt, also ihr setzt ihn an, drückt, und dann wird er sofort ausgelöst. Schaut. Zack. Solange ich nicht drücke, passiert gar nichts. Hier. Jetzt kann ich wieder drücken und zack, wird er ausgelöst. Das wäre jetzt an den Beinen natürlich sehr umständlich. Deswegen gibt es die Funktion, dass man einfach den Knopf gedrückt hält und dann über die Haut gleitet mit dem Gerät. Das geht ganz schön. Und dann, das zeige ich euch jetzt mal, in welchem Rhythmus der Laser ausgelöst wird. Man sollte relativ langsam über die Haut gleiten, ungefähr 2 cm Abstand sollte das auslösen. Und ganz genau. Ihr solltet nicht direkt reinschauen, wenn ihr das macht zu Hause. So, wenn er keinen richtigen Kontakt hat, dann löst er auch nicht aus, das seht ihr schon. So, Stecker wieder ziehen, fertig. Also der sollte allein schon einen Design Award bekommen, finde ich. So toll, wie der aussieht. Ein Schmuckstück.
Und ob er wirklich funktioniert? Okay, ich verrate es euch, er funktioniert wirklich. Ich habe den jetzt 10 Wochen getestet und ja, er funktioniert. Die Beweisbilder allerdings müsst ihr euch auf meinem Blog anschauen, auf www.maxiprimus.de. Da zeige ich euch meine Beine im Wochenrhythmus und meine Achseln. Und da könnt ihr nachvollziehen, wie der Laser wirklich wirkt. Ich bin absolut zufrieden. Ich hätte es nicht gedacht. Bin absolut begeistert. Das Einzige, was ihr noch machen solltet, nachdem ihr dieses Gerät verwendet habt, das sage ich euch jetzt noch in dem Video, ihr müsst oder solltet eine Creme verwenden hinterher, weil die Haut schon ein wenig austrocknet. Ich verwende immer eine After Sun Lotion und dann wird die Haut auch babyweich und trocknet nicht aus. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe das vor allem in der Bikini-Zone und an den Knien gehabt, dass ich relativ trockene Haut bekommen habe. Ja, ist auch logisch, weil ja wirklich das eine Hitzebehandlung ist mit dem Gerät. So, und jetzt stelle ich euch das zweite Gerät vor. Den Braun Silk Appeal 9. Schaut mal, wie toll der aussieht, der glitzert sogar. Toll, oder? Wofür ist der jetzt eigentlich gedacht? Was hat denn jetzt bitte Peeling mit, ja, mit Lasern zu tun? Und zwar ist das ganz einfach. Ihr rasiert euch ja vorher und ich habe zum Beispiel das Problem, vielleicht kennt ihr das auch, mit eingewachsenen Härchen durch das Rasieren. Wenn die nachwachsen, wachsen die manchmal an beiden Seiten ein. Sind die an beiden Seiten eingewachsen? Und dann gibt es so rote Pustelchen. Kennt ihr das? Das sieht ganz unschön aus, vor allem in der Bikini-Zone ist das gehäuft. Und durch die IPL-Behandlung ja, fällt ja dieses Einwachsen der Härchen nicht weg. Und im Gegenteil, die Haut wird dann auch noch trocken. Dann habt ihr so trockene rote Pustelchen, zum Beispiel in der Bikini-Zone. Bei mir war das so. Als ich das festgestellt habe, habe ich natürlich sofort an die Peelingbürste gedacht, habe die genommen und mit einem Peeling verwendet, mit einem Körperpeeling, mit einem pflegenden, unter der Dusche. Ihr könnt es auch auf trockener Haut verwenden, diese Bürste, aber am effizientesten ist es wirklich unter der Dusche auf feuchter Haut. Ja, und hat auch zwei Einstellungen, einmal wieder für empfindliche Haut und einmal für normale Haut. Dann dreht ihr einfach hier an diesem Rädchen. Und dann seht ihr schon, wenn ich da mal drehe, zack, das rotiert oder das bewegt sich. Das führt ihr einfach dann in kreisenden Bewegungen über eure Haut, über die Beine, über die roten Pusteln sozusagen und überhaupt über die ganzen Beine, wo ihr euch rasiert habt. Und dann verspreche ich euch, wenn ihr das einmal die Woche verwendet, habt ihr keine eingewachsenen Härchen mehr. Also bei mir funktioniert es. Ich habe ganz glatte Beine und ihr solltet das nicht unbedingt kurz vor oder kurz nach der IPL-Behandlung verwenden, weil die Haut einfach da schon zu beansprucht ist. Ihr solltet das, also ich mache es zum Beispiel so, ich verwende mein IPL am Wochenende, samstags oder sonntags und das Peeling schiebe ich irgendwann unter der Woche mal abends rein. Mittwoch oder so. Donnerstag. Ja. Ihr solltet unbedingt mal auf meinem Blog vorbeischauen. Da seht ihr die Beweisfotos und noch ein paar technische Details zu den beiden Geräten. Ja, ich freue mich auf euch. Schaut rein unter www.maxiprimus.de und man liest sich. Bis bald, ciao!